Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zurück zu Let's Play Luffy Fortress of Doom. Wir sind gerade in der Geisterhöhle und kämpfen gegen sehr, sehr starke Gegner, die uns vernichten wollen. Und ich muss leider sagen, leider Gottes haben wir kaum eine Chance. Auch in diesem Part muss ich sagen, verdammt nochmal, wieso habe ich nicht gelevelt? Es klingt total bescheuert, aber es wird sich richtig ziehen, das Let's Play. Soll jetzt nicht heißen, dass es mir keinen Spaß macht. Nein, keineswegs, aber es ist einfach schwer. Wow, 500 Goldmünzen. Ständig musst du aufpassen, nicht getroffen zu werden. Ständig musst du aufpassen, dass jeder im Team geheilt ist. Und die Gegner sind unbeschreiblich stark. Aber ja, wo fange ich an? Ich habe einer gewissen Person, und diese Person, wenn sie diese Folge sieht, sie wird wissen, um was es geht. Ja, ich habe ihr versprochen, dass ich den Zauberstab anspreche. Ein Zauberstab, der einem jeden Wunsch erfüllen kann. Wir sprachen gestern darüber. Wenn diese Person diese Folge sieht, sind schon 10, 11, vielleicht sogar 2 Wochen vergangen. Ich weiß es nicht. Aber zur Orientierung für diese Person, es war am 1. September. Ja, es ging darum, dass man, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll oder wie ich anfangen soll. Wenn man einen Zauberstab besitzt, mit dem man wirklich alles machen kann, man kann sich wirklich jeden Wunsch erfüllen. Wäre das Leben dann leichter? Oder würden wir uns viel zu sehr auf diese Macht konzentrieren? Wäre das Leben dann vielleicht langweilig, wenn alles genauso passiert, wie wir es wollen? Oder ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist einfach eine unglaublich schwere Situation. Unglaublich kompliziert. Einfach unbeschreiblich. Auch wenn ich jetzt gerade eben gesagt habe, dass es vielleicht sind auch die Wörter gar nicht so richtig, ja, passend gewählt, weil irgendwie, ach, ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, wenn ich mir einen Wunsch erfüllen könnte, nur ein einziges Mal, und danach würde dieser Zauberstab zerbrechen oder sonst was, ich wäre echt froh darüber. Das würde mir reichen. Ich brauche nicht 20.000 Wünsche. Es gibt natürlich die Standardwünsche, wisst ihr? Ja, Friede auf Erden und so. Auch das habe ich gestern erwähnt. Aber das sind eben Wünsche, die man nie erreichen wird. Luffy, pass auf. Bitte, 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 bitte. Komm, komm, komm. Nein, verdammt, 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 Luffy. Ich weiß gar nicht, wo ich an. Oh nein, bitte, bitte, bitte. Verdammt. Ach ja, toll. Komm, 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 ja.
Boah, ich krieg echt die Krise. Ey. Das ist so beschissen. Oh, ja. Was für ein Kampf. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich das gar nicht so richtig definieren kann, nicht aussprechen kann. Die Sache mit dem Zauberstab. Es ist einfach zu kompliziert. Letztendlich muss man einfach dran glauben. Was anderes steht nicht in unserer Macht. Da hätte ich mir doch glatt am lila Tag etwas wünschen sollen. Wobei, habe ich das vielleicht? Ich weiß es gar nicht. Ich bin immer so fasziniert von diesem Sonnenuntergang, den ich einmal im August sehe, dass ich gar nicht weiß, worüber ich nachdenke. Das ist einfach unbeschreiblich. Und ich habe es ja auch in meinem Video gesagt, am liebsten würde ich euch alle mitnehmen und euch das alle mal zeigen. Ach, wo bin ich denn hier? Ich krieg echt die Krise. Oh, das trifft sich gut. Ja, ich möchte in dieser Folge dann beim Philosophieren bleiben, beim Nachdenken, beim Fragen stellen, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beschreiben, das ist einfach total verrückt. Es ist kompliziert, es ist schwer, es ist unfassbar. Aber dennoch muss ich sagen, es ist irgendetwas Besonderes. Und ich weiß noch gar nicht, wie ich hier kommentieren soll. Einerseits möchte ich nicht zu sentimental werden, andererseits möchte ich auch noch näher darauf eingehen, aber ich muss kommentieren. Ich habe hier Zuschauer. Ach, verdammt, eigentlich ist es nicht gerade passend für dieses Video, aber ich habe es ihr versprochen. Und jetzt habe ich mich verraten. Es geht um eine weibliche Person. Aber gut. Das darf man ja wissen. Dass das weibliche Geschöpf, so möchte ich es mal ausdrücken, einem immer den Kopf verdreht. Und es ist mir total egal, was ihr jetzt denken werdet. Oder was in den Kommentaren steht. Ich stehe dazu, es ist einfach schwer. Ich kann euch nichts Genaues sagen, weil ich es für mich behalten möchte, weil es einfach privat ist und manche Sachen sollten einfach privat bleiben. Wobei ich jetzt nicht damit sagen möchte, dass ich nicht dazu stehe. Es ist, wie gesagt, etwas Besonderes für mich. Und egal wie es ausgeht, ich habe es erlebt. Okay, es klingt auch irgendwie doof, oder? Ach verdammt, ich weiß gar nicht. Ich denke so viel auf einmal ich könnte mir an den Haaren ziehen und schreien und mich in zwei Teile sägen, damit ein Teil weiter philosophieren kann und ein anderer Teil Let's Playen kann. Ja, sage ich jetzt mal ganz grob. Okay, wobei, das klingt auch irgendwie doof, weil jetzt denkt jeder, dass ich nur an das Let's Playen denke, dabei mache ich noch viel mehr. Ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sagen, auch wenn es bescheuert klingt, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Oder? Jetzt plappere ich schon 10 Minuten, knapp 10 Minuten, und konnte nichts. Irgendetwas direkt definieren. Ich rede immer um den heißen Brei herum. Und das nur, weil ich es nicht kann. Was daran liegt, dass ich es nicht definieren kann.
Und in dieser komischen Höhle laufe ich rum und weiß nicht weiter. Ich laufe rum und finde keinen Weg. Ich laufe rum und weiß nicht weiter. Ich wiederhole mich. So ganz grob fällt mir ein, war da hinten nicht noch eine Treppe, die ich nicht so wirklich erfuhr? Ah, toll, jetzt bin ich wieder draußen. Ach, das ist doch bescheuert. Also, wenn jemand Connections hat zum Weihnachtsmann, ne? Bitte, bitte. Ich möchte nur einen Wunsch frei haben. Einen einzigen Wunsch. Ich sitze gerade da, als wüsste ich nicht, wo vorne und hinten ist. Total. Weiß nicht. Ich kann in dieser Folge einfach nichts beschreiben. Es ist unfassbar schwer. Drückt mir einfach nur einen Zauberstab in die Hand und die Sache ist gegessen. Was ist mit dir, Lufia? Was ist mit dir? Ah ja, warum ist das Leben kein Ponyhof? Ich hasse diesen Spruch. Hey, das Leben ist kein Ponyhof. Oh Gott, ich krieg echt die Krise heute. Ich könnte mich heute echt kloppen, wirklich. Kommt es eigentlich doof, wenn man sich selbst schlägt? Okay, ich will nicht übertreiben. So ist es nicht. Ich rede nur viel, wenn der Tag lang ist. Ich schüttel gerade nur den Kopf und ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Aber ich wollte es ansprechen. Ein Versprechen darf man nicht brechen, ne? So heißt es doch und so ist es auch. Und wenn ich versprochen habe, dass ich in dieser Folge unser Gespräch, dieses Gespräch aufgreife, dann mache ich das auch. Es muss doch nicht immer alles perfekt sein. Es muss nicht immer alles perfekt kommentiert sein. Ist es ja auch nicht, aber trotzdem. Ich möchte auch mal darüber nachdenken, darüber diskutieren nicht, weil das ist... Oh Leute, ich weiß, manche verstehen mich jetzt vielleicht nicht, aber das ist einfach so beknackt. Aber im positiven Sinne. Andererseits auch im negativen Sinne, weil es einfach schwer ist. Alles, was ich jetzt noch machen kann, ist warten. Anders geht's nicht. Ja, komm, hör auf, Mann. Oh Gott. 2,5 Minuten noch. Und was haben wir erreicht? Nichts. Und was habe ich erzählt? Bullshit. Bullshit, den man nicht definieren kann. Oh, sorry, Leute. Wisst ihr, manches erkennt man einfach viel zu spät. Aber manches kann man auch gar nicht erkennen. Und später merkst du dann, dass du das, was du nicht erkannt hast, zu spät ist. Vielleicht aber auch nicht. Und das ist eben dieses... die Ungewissheit, dass du nicht weißt. Dass du einfach nicht weißt, wo du stehst, wo du bist. Tagtäglich. Das ist nicht normal, das ist nicht normal. Aber ich glaube, da muss jeder Mensch mal durch, oder? Mal abgesehen davon, ich glaube, wenn es so etwas nicht gäbe, wäre es auch irgendwie komisch. Dann wären wir keine Menschen. Wobei, vielleicht ist das, was ich gerade gesagt habe, auch wieder Bullshit. Oh Mann. Ich hoffe, dass die Person mir verzeiht, dass ich gerade so viel Schrott erzähle. Es ist einfach schwer. Ich kann es nicht beschreiben. Ich glaube, wenn ich darüber sprechen müsste mit einer Person, weil momentan ist das ja ein Monolog. Aber ich glaube, ich würde es nicht schaffen. Ich würde genauso wie jetzt reden. So unverständlich, so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe ein Déjà-vu, hier war ich schon mal. Ja. Letztendlich, wie gesagt,
Mehr als warten kann man leider nicht machen. Es muss einfach die richtige Entscheidung getroffen werden. Was die richtige Entscheidung ist, das weiß natürlich niemand. Die Frage ist natürlich auch, ob man Entscheidungen rückgängig machen kann. Ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung. Und wie ich sehe, muss ich jetzt den Part beenden. Sorry, vielen Dank.